Hallo Leute, heute errichte ich meinen Wellensittichen mal wieder ein Bad. Und Trico fängt hier schon an, obwohl ich noch nicht mal fertig bin. Ich habe hier dieses Mal diese große Schale genommen. Die verwende ich eigentlich fürs Foraging und mit ja, angenehm warmem Wasser befüllt. Also nicht kaltes Wasser, denn es ist wirklich auch so nicht so kalt, aber so fühlt sie es einfach neutral an. Was ich als nächstes mache, ist ein paar Äste zu holen, sodass die Wellensittiche auch gut drumherum sich aufhalten können. So, hier befindet sich jetzt zum Beispiel ein Ast und dann können die Wellensittiche auch hier sitzen. Als nächstes habe ich hier zwei Reste von einem Salat. Das ist einmal Eisbergsalat und das andere weiß ich gar nicht. Ich bin nicht so der Salatkenner. Auf jeden Fall wasche ich die jetzt erstmal ab. Da auch wirklich ein bisschen die Blätter auseinander, denn die werden gleich eh alle auseinander gepflückt. Wenn ihr jetzt schlechte Blätter entdecken solltet, dann diese entfernen. Jetzt habe ich ja hier die Salatblätter und die mache ich jetzt ab und lege sie dann ins Wasser. Hier habe ich auch meinen fleißigen Helfer am Start. Was schön ist bei diesem Salat, ist, dass die Blätter noch richtig kross sind. Dafür können die Wellensittiche aber bei den größeren Blättern, auch wenn jetzt hier nicht mehr so viele über sind, vom Eisbergsalat sich meistens besser reinsetzen und besser drin baden. Aber fressen tun sie lieber den, ich sage jetzt einfach mal, grünen Salat. Man sieht, manche kommen schon gleich und beginnen schon. Andere warten, bis alles fertig ist. So, und das langt. Jetzt verteile ich das noch so ein bisschen, sodass auch überall ein bisschen Salat ist, sodass die Wellensittiche, die gerne baden können, auch baden. Aber die, wo nur fressen wollen, können, wie gesagt, hier dieses feste gut abfressen. Und im Wasser bleibt es auch länger frisch und kross. Also wenn das jetzt so draußen liegen würde, dann würden die Blätter schnell welkig und weich werden. Aber im Wasser saugen sie sich nochmal voll und sind richtig bissfest, sag ich mal. Ja, und jetzt können die Wellensittiche schon baden. So, ich filme euch jetzt einfach noch ein bisschen die Wellensittiche, aber das ist es auch eigentlich schon, eine Variante, wie man ein Bad für die Wellensittiche machen kann. Und ihr seht, es muss auch nicht immer unbedingt ein Wasserbrunnen sein. Viele Wellensittiche, vor allem badeverrückte Wellensittiche, baden auch so. Und es ist halt so, dass regelmäßiges Baden einfach sehr gesund ist. Es hilft den Wellensittichen auch in der Mauser und fördert halt die Gesundheit. So, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.